Hallo und willkommen zurück zur mittlerweile 40. Folge im Projekt Wohin das Leben führt. Tja, es hat sich einiges getan hier. Optisch noch nicht so. Wir haben jetzt mittlerweile Mitte Frühling, 8 Uhr, früher Morgen und heute laufen wir einmal los. Denn es ist etwas passiert. Ich bin gestern Abend auf dem Weg zur Biogasanlage gewesen. Und ja, bin an der Biogasanlage ein wenig ins Schleudern geraten mit unserem alten Skoda und habe den seitlich an den Baum gesetzt. So, jetzt ist der ganze Rahmen verzogen, nicht mehr wirklich fahrbereit der Wagen. Und jetzt muss ich erstmal zum Händler laufen. Der leiht mir dann freundlicherweise seinen Tieflader, damit ich den Wagen abschleppen kann und ihn dann zu ihm bringen kann. Na, und dann werden wir schauen, was er sagt. Was uns das Ding noch bringt. Und dann müssen wir uns natürlich dann umschauen nach einem neuen Fahrzeug. Das werden wir als erstes mal machen. Und danach, da drüben seht ihr ihn schon. Sie seht, ich bin ja in die Richtung gefahren, wollte eigentlich hier abbiegen. Bin dann doch noch ein bisschen weiter gefahren, weil ich die Einfahrt verpasst habe. Bin in die Eisen und habe Kontrolle verloren und konnte nur noch gegenlenken, sodass ich dann hier gegenknallt bin. Ihr seht ja die ganze C-Säule. Da klebt im Baum. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall hole ich jetzt gerade, bin ich jetzt gerade auf dem Weg zum Händler, um den Tieflader abzuholen und dann damit das Fahrzeug abzuschleppen. Und wenn ich das erledigt habe, habe ich noch zwei Düngeaufträge. Einmal Feld 50, einmal Feld 10 und einen Transportauftrag. Der musste dann auch noch erledigt werden. Ansonsten muss ich sagen, Feld 12 hatte ich gekauft. Das hatte ich euch, glaube ich, schon mitgeteilt. Unsere Felder sind angesät und mittlerweile noch nur noch angesät. Auch gedüngt soweit. Hier müssen wir jetzt warten bis zur nächsten Stufe, damit wir Feld 12 düngen können. Ein bisschen Unkraut ist schon da. Das könnte dann auf jeden Fall noch behindert, also beseitigt werden. So rum. Da können wir uns nochmal kümmern. Und dann machen wir heute ein bisschen landwirtschaftliche Sachen wieder nebenbei. Kontostand, ich mache mal so, wie ihr seht, sind wir aktuell bei 407.000. Das ist auch gut so. Also die Biogasanlage läuft, die bringt uns gerade sehr viel Geld. So durchschnittlich 60.000 pro Tag. Die Palettenproduktion läuft auch, allerdings sind die Paletten aktuell eingelagert. Ich denke, ich müsste jetzt echt überlegen, aber ich glaube, da sind mittlerweile auch so 100. 80.000 Liter oder sowas drin. Also das ist jetzt rein geschätzt. Ich habe das gerade nicht zu 100% im Kopf. Aber wenn ich das mal überschlage, ich mache kurz rüber auf den Weg, und überschlage das mal ungefähr, also so ungefähr, wie gesagt, 180.000 Liter mal 600 kriegen wir ungefähr. Also dort liegen auch nochmal so ungefähr 100.000, die wir dort zur Verfügung haben, wenn wir das dann alles verkaufen. Das heißt, aktueller Stand wäre irgendwas um die 500.000. Das ist gut, denn wir müssen ja auch noch unseren Hof weiter ausbauen. Deswegen sparen wir hier gerade so viel wie irgendwie möglich. Aber so Sachen müssen trotzdem angeschafft werden. Und genau, und dann ist ja in absehbarer Zeit das Hofpack fertig. So, jetzt müsste ich einfach mal den Hof wechseln. Und dann werden wir uns nach und nach den Hof einrichten können. Jetzt werden wir erstmal zum Fahrzeug fahren und das abholen. Dann können wir das hierher bringen. Genau, dann haben wir das, wie gesagt, auch erledigt. Ist jetzt natürlich ein
bisschen ungünstig mit dem Skoda. Ich meine, wir haben den schon Appel und ein Ei im Prinzip geschossen und wollten ja eigentlich nur ein bisschen damit fahren. Aber jetzt haben wir auch schon LKW kaputt. Naja, hätte es halt nicht sein sollen. Leider ist der jetzt nicht mehr zu retten. Also so eine Rahmenreparatur für so ein altes Fahrzeug lohnt sich halt nur, wenn es so ein richtig hochteurer Oldtimer ist. Das ist der Skoda nun mal leider nicht. Selten, aber nicht sehr wertvoll. Oder sagen wir so, mittlerweile in unserem Breitengrad selten. Aber halt auch nicht sehr wertvoll. Deswegen lohnt sich eine Reparatur sehr wahrscheinlich nicht. Und so werden wir den dann wieder abstoßen müssen. Wir schauen mal, ob wir die paar Meter wenigstens noch fahren können bis darüber auf den Anhänger. Das erspart uns nämlich dann eine Menge Zieh- und Schlepparbeit. So, dann schauen wir mal, ob er das noch bringt. Trotz des verzogenen Rahmens. Okay, also zumindest springt er noch an. Ah, er zieht ganz schön weg. Okay, müssen wir doch mit der Seilwinde arbeiten. Okay. Okay. Ich meine, die funktioniert noch. So, mach mal den Motor aus. Lampen kann er auch aus. Gut. Dann haben wir den auf jeden Fall mal verladen. So, na dann einmal ab zum Händler damit. Und dann schauen wir einfach mal. Ah, ein wenig Wehmut ist natürlich dabei. Aber wie gesagt, wir müssen pragmatisch denken, es lohnt sich einfach keine Reparatur. Bei dem Schadensbild. Und dann gucken wir lieber, ob wir nicht irgendwie noch mal irgendwie das Glück haben, irgendwie an einen alten Wagen zu kommen. Der uns, oh, jetzt haben wir zu schnell. Na gut, die Rechnung soll der Händler uns schicken. Ja, den wir, wie gesagt, noch mal günstiges Fahrzeug einfach noch mal. Das dann halt einfach einmal den Wagen hier ab. So. Gut, lassen wir den jetzt einfach so stehen. Und dann würde ich sagen, laufen wir zum Hof. Dort werden wir dann in den New Holland reinspringen. Und unsere Düngeaufträge annehmen. Das hat mir gesagt, einmal auf Feld 50 habe ich noch im Kopf und Feld 10. So, 10 und 50. 50 ist da unten, 10 ist da oben. 10 ist hier hinter und 50 ist dort oben. Ich denke, wir mal zu Feld 10 fahren und damit beginnen. Sind am nächsten. Und danach dann zu Feld 50. Und dann dort einmal düngen. Oh, einmal darüber. Und jetzt habe ich keine Lust mehr, hier die Straße lang zu laufen. Wir laufen jetzt einfach mal querfeld ein.
Quer durch die Wälder hier, über die Felder. Sind wir ja schon nach vorne am Hof. So, da ist er schon. Da hinten steht unser guter New Holland. Einmal aufgesessen und dann Tiger läuft direkt los. Wollen wir das hier gar nicht zu lang machen. So, einmal aufgezählt und los geht's. Dann doch alles mit. Ja, super. Flüssige Dinge haben wir noch. Also auf geht's. Jetzt noch schauen, der hat jetzt auch demnächst, was heißt demnächst, keine Ahnung, aber ist jetzt bei 60.000 Betriebsstunden knapp. Wenn wir mal schauen, was da günstiger ist, den Traktor zu halten oder ihn auszutauschen. Das müssen wir dann auch mal schauen, was sich errechnet. Wartungstechnisch ist er also bitte in Ordnung. Müssen wir dann mal gucken, ob es den Wert noch ist, den Traktor zu halten, weil er ja nun auch mit 320 PS aktuell gar nicht untermotorisiert ist und irgendwas mit 350, glaube ich, noch möglich sind. Oder ob es sich nicht eher rechnet, den Traktor auszutauschen. Gucken wir dann auch mal. Können wir mal kurz eine Hälfte das machen und können wir einfach mal schauen. Wir haben aktuell einen Wert von 170.000 bei 320 PS. So, und wenn wir jetzt sagen, wir behalten ihn. Okay, das ist ein anderer. Das heißt, wir haben hier den, ne? T6. Okay, den haben wir nicht. Ist hier noch ein T? Ne, dann müsste das der sein. Ne, ist das anders. T8. Okay, dann bin ich jetzt wahrscheinlich so weit vorn gewesen. Da war noch ein blauer. Okay, T8. 320 hat 267.000 gekostet. Ist also jetzt noch knapp etwas mehr als 100.000 weniger wert. Okay, also auch allein aufgrund der Leistung, wenn er sogar aus 435 geht.
dann ist er das wert. So, 435. Ich nehme mal den als Beispiel, der geht auf. Und man, der geht nicht mehr bei 400. Der erreicht gerade die 400. Der geht auf 450 und kostet aber 384.000. Was heißt dann, ist es schon sinnvoll, den noch eine Weile zu halten, bevor man dann eventuell mal umschwingt. Mal den Case angucken. 435, das bleibt sich also in etwa gleich. Ja, das bleibt sich sogar genau gleich. Dann können wir den auch nochmal halten. Der ist ein bisschen höher. Der geht auf 517, kostet dann auch 370.000. Wäre vielleicht nochmal eine Zusatzanschaffung. Ach, Raupe ist nicht so meins. Finde viele wahrscheinlich gut, aber ich mag Raupen persönlich nicht so. Die Leistungstisch natürlich für kleine Pferde auch ganz gut sind. Ja, und dann gehen wir aber schon auf den T9. Na gut, das ist noch ziemlich weit weg. Bei T9 auch nicht uninteressant wäre. Challenger, was hat der? Leistungstechnisch natürlich sehr interessant, ne? Viel größere Maschinen so. Aber gut, da reden wir dann über eine halbe Million. Also dann lohnt es sich, den noch ein bisschen mehr zu halten. Gut, dann hat sich die Frage auch schon erübrigt. Dann würde ich sagen, behalten wir den. Rüsten den eher noch mal ein bisschen auf. Vielleicht mal auf die nächste Upgrade dann. Zu Beginn der Zeit und dann vielleicht noch mal auf das letzte und dann werden wir einfach fahren dann, bis er nichts mehr bringt. Und dann ist das gut, ich denke. Da haben wir am Anfang einmal gutes Geld investiert. Das ist, denke ich, immer noch eine gute Entscheidung gewesen. Wir hatten Leistung, wir kommen vorwärts. Und wir haben langfristig vor allem investiert. Denn so schnell müssen wir mit dem jetzt nicht aufsatteln, dadurch, dass der genug Leistung hat. Und das mit dem John Deere ebenfalls nicht. Also können wir das einfach beides überlassen. Und sparen das dahin erstmal das Geld. Und investieren dann in absehbarer Zeit lieber in den neuen Hof. Dass wir den nach und nach aufbauen in Tiere, in weitere Felder. Und dass wir dann hier nach und nach das aufbauen. Und dann aus dem kleinen bescheidenen Unternehmen, was Onkel und Tante dort hatten, aus dem Schrotttraktor, der nun ja doch noch sehr viel großartige Dienste geleistet hat, ohne den das ja alles hier gar nicht möglich wäre. Haben wir das, denke ich, doch ganz gut aufgebaut, auch wenn wir immer noch, nach wie vor noch, einen 435.000 Kredit zu bezahlen haben. Auch jeden Monat dafür, jeden Tag dafür die Zinsen zahlen. Weil mit 3.000 am Tag auch nicht unbedingt wenig. Summiert sich natürlich auch. Und theoretisch könnten wir jetzt mit einmal den Kredit abbezahlen, aber das dauert dann wieder ewig, bis wir die Summe für Stallungen und so weiter zusammen haben. Aus dem Grund lasse ich das erstmal. Der Kredit rennt nicht weg. Die Zinsen kann ich jeden Tag erarbeiten, sodass sie dann erstmal gezahlt werden können. Das ist, wie gesagt, nicht die Ideallösung. Aber momentan das Beste, was wir tun können, damit wir halt von unserem erwirtschafteten Geld erstmal ganz viel wieder reinvestieren können. Und damit dann auch langfristig wieder mehr Geld rausholen. Ich habe noch so ein paar Ideen, die wir machen können. Jetzt kommt langsam, jetzt ist der Frühling da. Als erstes werden wir auf jeden Fall irgendwas in Richtung Kühe oder Schweine dann als Tiere machen. Schafe vielleicht noch nebenbei. Die bringen jetzt außer das hier Gras, kosten nicht allzu viel.
Bringen halt die Wolle, das ist auch okay. Aber dann in Richtung Kühe oder Schweine zu gehen, denn ich brauche auch den Mist, um unter anderem zum Beispiel Obstbäume zu pflanzen, die ich geplant habe zu pflanzen. Und ja, aus dem Grund werden wir dann in diese Richtung gehen. Damit haben wir Feld 10 dann abgeschlossen. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zu Feld 50, dann wird das auch noch gedüngt. Haben wir jetzt damit zumindest die Kreditrate auf jeden Fall wieder reingeholt. Die kann dann nochmal abgezogen werden. Und haben immer noch ein paar Euro plus. Die Biogasanlage wird wieder ein Geld einbringen. Der Verkauf des Fahrzeugs wird auf jeden Fall ein bisschen was einbringen. Wenn es nur wenige Cent sind. Weil wenige Euro, das bringt jetzt nicht so viel. Aber dafür kostet es auch nicht mehr. Unterhalt und Sprit. Genau. Ach ja, da fällt mir ein, die Umbauten an der Biogasanlage, die kommen jetzt auch in den nächsten Tagen. Da geht natürlich auch nochmal Geld ab. Denn die beiden Lager für die Rundbahn und die Quaderbahn sowie auch das große Silo kostet natürlich auch nochmal Geld. Ja, also das dürfte man ja nicht vergessen. Das gibt es ja nicht umsonst. Ja, die kommen auch, die Kosten kommen auch noch mit dazu. Die habe ich jetzt gerade völlig vergessen. So, und dann werden wir morgen mal schauen, wie weit das Gras gewachsen ist, ob es dann schon in der höchsten Wachstumsstufe angekommen ist. Denn ja, wenn wir dann einmal den ersten jährlichen Schnitt machen, um unsere Silos wieder zu füllen. Unsere Silage reicht noch. Wir haben noch in dem einen Bunker irgendwas um die 350.000 geschätzt. Das heißt, damit kommen wir noch einen Tag hin. Und in dem anderen sind auch noch irgendwas um die 800.000. Damit kommen wir noch mal 4 Tage hin. Das heißt, wir haben jetzt Mitte Frühling, Ende Frühling, den gesamten Sommer hindurch. Bis Mitte Herbst kommen wir damit ganz locker. Bis dahin ist dann eins von den Silos definitiv wieder voll und schon wieder durchgegärt, sodass wir dann ohne Aussetzer durchziehen können. So, dann geht es hier einmal zu Feld 50. Das haben wir dann hier vorne. Ja, dann auf geht's.
So, jetzt muss ich doch mal von oben gucken. Sonst verliere ich hier so ein bisschen den Überblick, bis wohin wir gestreut haben. Okay, ich denke, wenn ich jetzt rumziehe, sollte das ganz gut passen. Oh, sieht ganz gut aus. Gut, dann kann ich das wieder reingehen. Das sieht erstmal ganz gut aus. So. Gut, dann seid ihr jetzt, was dieses Projekt angeht, gerade wieder auf dem aktuellsten Stand. Es gab jetzt auch einige Tage keine Videos. Ich habe nebenbei über den Kanal verfolgt unzählige Mod-Videos zum Thema Hofpack rausgebracht. Damit war ich ganz ziemlich viel beschäftigt jetzt in den letzten Tagen. Nebenbei habe ich ein neues Projekt angefangen, wo jetzt in absehbarer Zeit auch das erste Video von erscheint. Und dann werde ich wahrscheinlich bald mit dem Hofpack auch fertig sein. Ich denke so, ich bin da so in den letzten Zügen. Und muss das nochmal alles überprüfen, ob wirklich alles fehlerfrei ist, bevor ich halt das Hofpack erstelle. Und es dann in die Testphase geht, und sobald es die Testphase abgeschlossen hat, wird es auch für euch veröffentlicht. Könnt ihr natürlich darauf zugreifen. Und dann wird es auch in diesen Spielstand hier Einzug halten und nach mit dazukommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute und freue mich natürlich über ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Und sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.